Hallihallo, liebe Leute, und heute geht's hier los. Die Verfolgungsjagd auf Batista in Tales of Destiny. Ja, nachdem wir im letzten Part so ein schönes Date mit Aileen hatten und die Befragung mit Batista leider nichts gebracht hatte, hat der gute Leon ihn ja eine Krone gegeben, womit wir ihn quasi jetzt aufspüren können. Ja, wollen wir noch mal gucken, wo wir ihn jetzt finden. Aileen ist hier am Hafen, wartet auf uns wahrscheinlich. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein Schiff nehmen und ja, die Reise fortsetzen und von Fitzgerald leider verschwinden. Was irgendwo schade ist, weil die Stadt ist eigentlich wirklich cool. Na dann? Aileen! Leon! Ich glaube, es wird noch zum Running Gag. Batista ist geflohen. Das habe ich auch gehört. Und dann der Transporter wurde vom Hafen vermisst. Ich wette, er ist auf diesem Schiff. Du hast möglicherweise recht, Stan. Also, habt ihr irgendeine Idee, wo er hin wollte? Er ist nach Aquavale gegangen. Aquavale? Leon, du willst da nicht hingehen, oder? Doch, will ich. Bereite ein Schiff für mich vor. Weißt du nicht, dass Tengeld und das andere Land da im Krieg miteinander sind? Deswegen frage ich dich, ob du uns ein Schiff registrieren kannst auf Fitzgerald. Das ist Wahnsinn! Wäre es Wahnsinn, wenn ich dir sagen würde, dass Atamonis Auge in den Händen von Aquavale gefallen ist? Was? Das wusste ich nicht! Ich bin auf einer geheimen Mission vom König von Sengeld. Wir müssen Atamonis Auge von ihnen wiederholen. Bitte, wir brauchen deine Hilfe. Ich kann euch nur dorthin bringen. Aber es wäre nur eine Reise in eine Richtung. Ich kann euch nicht zurückbringen. Ist das in Ordnung? Das passt schon. Wir sind bereit. Bitte nimm uns mit. Okay, ich habe verstanden. Captain, mach dieses Schiff bereit zur Abreise. Yes, Madam. Dankeschön. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ach, mach dir darum keine Sorgen. Eigentlich müssen wir ja jetzt quitt sein. Wir haben schließlich ihre Beschiffung gerettet. Jetzt ist das quasi die Begleichung. Meint ihr nicht? Will ich jetzt so sagen. Na dann, geht jetzt nach Aquavale. Eigentlich auch ein netter Ort. Dalida. Jetzt geht's los. Über See. Ja, wir kommen in ein Land voller Wasser und Soja. Nein, nicht Soja. Das klang jetzt wirklich falsch. Wir landen am Strand, okay. Hey, Leon, was für eine Art Ort ist Aquavale? Das ist eine Inselnation, die viele Territorien hat. Vor langer Zeit ist Aquavale von Sengeld abgebrochen. Haben sich getrennt. Und es wurde ein unabhängiges Land. Es ist trotzdem immer noch im Kalten Krieg mit den anderen Ländern. In anderen Worten, sie sind umzingelt von Gegnern. Darum ist die Welt auch in Gefahr. Sie haben die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht, indem sie die Kraft von Atamonis Auge von Leidon geholt haben. Oder von Leidon haben. Wir müssen Leidon um jeden Preis aufhalten. Das ist korrekt. Wir sind angekommen, Leon.
Oh, dann lass uns auf zum Deck gehen. Yay. Diesmal aber keine fremden Schiffe da. Nö, sieht nicht so aus. Hier muss ich euch also ablassen. Wo sind wir? Wir sind in der Nähe des Landes, außerhalb Schieden-Territoriums in Aquamel. Es tut mir leid, dass du so... Ja. Es tut mir leid dafür, dass das geschehen ist. Hab eine sichere Rückreise. Bitte passt auf euch auf. Wir alle. Danke dir vielmals. Viel Glück, Stan. Okay, dann lass uns an Land gehen. Ja, oder wo er hinschwimmt. Es ist ja ruhig wenigstens. Naja gut, es ist ein Strand. Da kann man nicht vernünftig an Land gehen. Und wir sind wieder am Land. Drüben wäre auf jeden Fall eine Stadt. Aber ich will erstmal gucken, was hier unten noch ist. Aber hier ist nichts. Nur Kämpfe. Gut, da wäre auf jeden Fall die nächste Stadt. Ist aber noch nicht Aquavale. Wir haben ja mitbekommen, dass das Schieden ist. Ich habe auf jeden Fall auch neue Gegner. Nicht gerade nette Gegner. Mandragora und Zinn. Oh Gott. Also diese Zinn-Gegner sind schon heavy. Ah, jetzt fällt mir ein, was ich ja noch machen wollte. Das können wir in der Stadt in aller Ruhe noch machen. Eventuell gibt es ja auch neue Sachen, die ich kaufen kann. Na los, gib auf. Geht doch. Wir haben einen Mandragora besiegt. Weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt sein sollte, aber gut, wir haben es getan. Gut, dann ab in die Stadt. Ah, hier wäre sogar ein Hafen. Schieden. Sieht aber ein bisschen trostlos aus, diese Stadt hier. Aber die haben hier wenigstens einen Clown. Naja gut, gucken wir mal, wie es hier überhaupt aussieht. Ich sehe sehr selten Reisende wie euch. Wusstet ihr, dass Schieden von Meister Arthur Schieden geleitet wird? Eigentlich nicht. Zumindest haben wir davon noch nichts erfahren. Ihr seht nicht bekannt aus. Seid ihr von Morau oder Terazzi? Ich habe gehört, dass der Herr von Morau, Meister Sino, verstorben ist. Und ein Mann namens Batista ist der neue Lord gekommen und hat das Land in kompletten Chaos verwandelt. Batista? Auch wenn Meister Sino einen Lieblingssohn hatte namens Fate, frage ich mich trotzdem, wie ein Außenseiter wie er Erfolg haben konnte. Wie komme ich nach Morau? Morau ist eine andere Insel. Wir können nur dort über See hinkommen. Na super. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo Batista ist. Aber was ist das denn hier? Statue unseres Helden Piron. Okay. Kennt jemand von euch Piron? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne ihn nicht. Ich möchte es nicht zu laut sagen, aber unser König ist ziemlich nutzlos. Ich hatte so hohe Hoffnungen für Meister Arthur Schieden. Okay, wie nutzlos muss er denn sein, wenn die schon enttäuscht sind, die Leute? Aber gut, gehen wir erstmal einkaufen. Oh. Es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass ich nichts zu verkaufen habe. Wir haben momentan Knappheit an Ware. Was ist passiert? Wir bekommen normalerweise unsere Sachen von Morau, aber wir können sie noch nicht mal kontaktieren.
Ich habe wirklich große Probleme. Oh, das ist natürlich blöd. Ich habe gehört, dass sie hier gerade noch so ein paar Waren für uns haben, weil sie keine neuen Produkte von Moreau bekommen. Und die Ironie dessen ist, dass das grüne Gel direkt vor meinen Augen liegt. Ja, nimm's doch mit. Also verkehrt wär's nicht. Hier ist eine Statue einer Katze. Diese Katze... diese Katze sieht so aus, als würde sie jemanden anbetteln mit ihrer Pfote, die vorne ist. Das ist quasi so eine Koban-Katze. Diese Statue ist ein Glücksbringer für geschäftlichen Erfolg in Aquavale. Oder die Katze versucht, Leute einzuladen, oder Geld, je nachdem, welche Pfote gehoben ist. Okay. Naja. Jetzt wissen wir wenigstens was über diese Glückskatzen, Koban-Katzen genannt in Japan. Der Gründer von Aquavale war Meister Matthias Schieden. Ich glaube, die Mitglieder des Schieden-Clan sind die Nachfahren des Gründers. Sie sind wahre Nachfolger, um dieses Land zu regieren. Na ja, dann scheint das ja zu klappen. Hier geht's zum Schiedenhafen. Aber da kann ich nicht hoch. Und hier wäre ein Hotel. Müsste ich jetzt eigentlich gerade nicht übernachten. Aber hier gibt's auch besoffene Leute, oh je. Ich kenne den Grund, warum. Dass es keine Kommunikation mit Moreau gibt. Die Wahrheit ist, dass der Lord dort drüben... Und was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Oh je. Mein Beileid. Aber wir kennen ja auch in etwa den Grund. Aber das hier sieht komisch aus. Da ist ein kleiner Bilderrahmen. Oh, würde gerne wissen, was drauf ist. Du siehst aus, als würdest du Essen hier abgeben. Ah ne, es ist einfach nur, willkommen, unser Rat ist 100 Geld pro Nacht. Willst du hier übernachten? Nö. Ich verstehe. Komm bitte ein anderes Mal wieder. Dann bist du hier wahrscheinlich, der für die Tränke zuständig ist. Es ist viel zu einfach, zu viel zu trinken, wenn du Spaß hast. Ich sollte das harte Zeug vielleicht eher eingrenzen. Ich bin möglicherweise die einzige Frau, die in dieser Stadt arbeitet. Was ist dieser? Die Leute sagen, dass es nicht gut ist, für eine Frau zu arbeiten. Aber ich genieße es. Naja, wie man es nimmt, ne? Hey, los, trink weiter! Okay, wie fährt er denn schon? Warum schüttet mir dieser Typ immer einen Drink ein? Ja, weil er dich betrunken machen will. Ein Billardtisch, oder besser gesagt ein Pooltisch. Pool und Billard spielen sich ja ein bisschen anders. Nehmen sich zwar nicht viel, aber trotzdem. Hey, schau mal da durch. Guck mal, es sieht cool aus. Meinst du das hier? Wow, du bist so merkwürdig. Nur weil ich jetzt wie ein Clown aussehe. Und du hast gesagt, ich soll es tun. Mann. Ich habe gehört, dass, dass das den Geschmack des Eigentümers, widerspiegelt. Okay? Hey! Würdest du was für mich machen? Nein, ich mache es nicht. Nein! Ich mache es nicht. Du bist so ein böser Junge.
Und ihr seid beide ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Merkwürdiges Pärchen. Was man einfach nicht verstehen muss, würde ich sagen. Das Nest der Orguskönigin. Ist es eine Kühle in der Nähe der südlichen Küste? Aber die Höhle kann nur betreten werden bei Ebbe. Ein Typ hat sich auf den Weg gemacht, um sich mit der Orgus Queen anzulegen, als er betrunken war. Er wurde sehr böse zusammengeschlagen. Okay. Was zur Hölle ist denn die Orgus Königin? Ist das eine Art Kreatur? Das wäre mal interessant zu wissen, aber vielleicht werden wir das auch noch irgendwie erfahren. Moment, hier geht's nicht weiter. Was ist das denn hier? Es ist eine merkwürdige Statue in Form einer Katze. Ja, sieht auf jeden Fall lustig aus, aber man kann, ja, denke ich mal, sich was drauf einbilden. Dank Sengals wurden wir von Moreau getrennt. Es ist natürlich offensichtlich, dass sie hinter all dem sind. Sie wollen uns angreifen. Oh, Schätzchen, reg dich ab. Ich habe gedacht, sie wären gewöhnlicherweise ruhig. Aber das war bloß einfach ihre Vorwand, um uns, ja, einfach zu überrennen. Darum mag ich keine großen Länder. Mein Ehemann hat mal bei der Arena gekämpft. Viele Kämpfe gegen Sengalt. Sei ruhig, Frau. Sie hat doch nur was gesagt. Du bist ja leicht ziemlich ärgerlich. Ich glaube, er bereut es, dass er ein Seemann mal war. Beziehungsweise bei der Marine gearbeitet hat. Ich habe von einem Reisenden gehört, dass Sengalt ein freies Land voller Natur und Schönheit ist. Der Gründer unseres Landes kam von Sengalt. Also wäre es schön, wenn wir mit ihnen auskommen könnten. Aber sag das bloß niemandem, was ich dir gesagt habe. Ich gebe mir Mühe, ich schweige wie ein Grab. Okay. Dann haben wir dieses Haus auch durch. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes zu sehen? Ich mag es gerne, draußen zu arbeiten wie die Männer. Ich bin nicht gut in der Hausarbeit. Ich glaube, dass Frauen es erlaubt sein sollten, zu arbeiten und fair bezahlt auch. Meinst du nicht auch? Eigentlich schon. Du glaubst das auch? Ich glaube, das ist Allgemeinwissen. Okay. Was haben wir denn hier? Achso, hier komme ich aus der Stadt raus. Ja gut. Dachte gerade, da wäre noch irgendwas Besonderes. Aber nö, da gibt's nichts mehr. Ist also wirklich ein sehr kleines Städtchen. Ich habe gehört, dass unser Gründer Matthias Schieden ursprünglich aus Sengalt stammt. Ich frage mich nur, warum sich die beiden Länder sich gegeneinander gestellt haben. Das willst du nicht wissen. Haben wir jetzt soweit hier alles? Dann haben wir diese Stadt soweit gesehen. Also wirklich Besonderes gibt es hier nicht mehr groß, leider. Wenn wir jetzt Krieg spielen? Warum sagst du so etwas? Die Leute sagen, dass Sengalt böse zu uns ist. Und wir nicht, weil wir nicht mehr mit unseren Spielfreunden. Nein, Moment, langsam. Ah, okay. Die Leute sagen, dass Sengalt böse zu uns ist, weil wir mit unseren Leuten in Moriul nicht mehr spielen können. So hat Großvater es uns gesagt. Also werden wir Krieg spielen. Okay.
Was zur Hölle hast du für einen Großvater? Bist du das hier? Beide meiner Töchter haben gesagt, sie wollen arbeiten. Ich mache mir Sorgen darum, dass sie zu hart arbeiten und nicht dazu in der Lage sind, eine Familie großzuziehen. Auch manche kriegen das hin. Man glaubt es kaum, aber es gibt welche, die es tatsächlich hinkriegen. Ich dachte, dass die Gegebenheiten unseres Landes ganz normal sind, bis ich von anderen Ländern gehört habe. Sie sagen, dass die Frauen in diesem Land nicht fair behandelt werden wie Frauen in anderen Ländern. Es sieht so aus, als wäre es normal für Mädchen außerhalb der Heimat von Senga zu arbeiten. Meine Eltern sagen, dass es nicht gut ist, zu Hause außerhalb zu arbeiten. Ich frage mich, warum? Du solltest solche Dinge zu Fremden nicht sagen. Beeil dich und mach das Essen deines Vaters fertig. Sonst wird es nicht rechtzeitig fertig. Ja. Das ist eine sehr strenge Mutter. Ich meine, gut, die erzählen hier alle viele Geschichten zu Fremden, obwohl die das eigentlich wahrscheinlich nicht mehr wollen, sollen, wie auch immer. Ja, wir sollen denn fremde Sachen nicht durchwühlen. Das übliche halt, leider. Wir finden hier nichts. Ja, dann haben wir diese Stadt auf jeden Fall durch. Wobei, wir haben noch nicht mehr mit diesem komischen Clown hier gesprochen. Willkommen zu Shiden! Okay, nur dafür bist du da? Okay, wie auch immer. Vergessen wir das. Ich habe gehört, dass wir schon eine Weile keinen Kontakt mit Moreau mehr hatten. Ich frage mich, ob etwas Schreckliches dort geschehen ist. Hat Feingard uns nicht den Krieg erklärt? Dieses Land, hegt einen Groll schon vor einer langen Zeit. Okay, das klingt nicht sehr nett. Deine Klamotten! Was für eine Art, dich selbst zu kleiden. Ja, so sind halt Videospielhelden nun mal. Okay, wir dürfen immer noch nicht in fremde Sachen rumwühlen. Och Mann. Habt ihr nichts Interessantes hier? Katzen. Wir haben Katzen, ja. Ach Mensch. Und da haben wir auch ein interessantes Gemälde. Das können wir uns leider nicht ansehen. Aber irgendwie kommt mir diese Figur ein bisschen bekannt vor. Kann auch sein, dass mir das nur so vorkommt. Ja, mach Platz. Ja. Sonst ist hier nichts irgendwie versteckt? Nö. Okay. Ja. Dann haben wir dieses Städtchen ja auf jeden Fall auch kennengelernt. Hier gibt es leider nichts sonst groß zu sehen, außer ein paar Infos, die wir jetzt bekommen haben. Na gut, dann würde ich sagen, reisen wir weiter. Ich denke mal, hier gibt es noch mehr Städte. Naja, dazu müssen wir erstmal hier, ja gut, einen Kampf betreten. Auch schon wieder Mandragora. Ein Bohrfisch auch noch. Er wird sogar seinen Namen gerecht. Aber diese Schnecken hier sind ja etwas ätzend. Also zumindest sollte ich möglichst gucken, dass ich hier schnell erledige. Genau, das dürfte es erstmal reichen, oder? Nee. Wir werden doch mehr aus. Wir spielen eine Runde Schneckenpingpong. Och Mann, schon vorbei. War ganz lustig. Hätten wir ruhig weitermachen können, Rooty. So, jetzt will ich aber erstmal gucken. Hier an der südlichen Küste soll ja irgendwo eine Höhle sein, aber ich kann da nicht hin. Ich glaube, ich muss zum Hafen, oder? Stimmt, ich muss jetzt wahrscheinlich mit dem Schiff zu einem anderen Land dann reisen. Wir müssen ja erstmal hier nur an Land gebracht werden. Dann werde ich da auf jeden Fall nochmal gucken. Das wäre auf jeden Fall wohl noch ein Punkt, wo ich gucken kann, weil sonst ist hier ja nichts. Ich bin vergiftet, na toll.
Egal, das werden wir schon irgendwie überleben noch. Na los, mach diese Zinn-Dinger kalt. Aua, okay, betäubt. Auch das noch. Ich merke gerade, dass Fidia bei uns in der Party eingestiegen ist. Naja gut, weil Leon... Moment, Quatsch. Hey, die müssen alle ja drin sein. Okay, dann wurde die Party tatsächlich etwas abgeändert. Oh, immer noch vergiftet. Moment, das haben wir gleich. Wo haben wir's? Die Flasche? Da. So, Entgiftung geheilt. Aber Tatsache, Mary ist jetzt ausgetauscht worden. Egal, dann lassen wir es erstmal so. Würde ich mal sagen, dann lassen wir viele auch mal entschieden, dann kommen die auch wenigstens zu was. Na gut, Leute, ich würde trotzdem sagen, ich werde diesen Party erstmal beenden. Oh, hier war ich noch gar nicht drin. Hier gibt's vielleicht eine Rüstung. Moment. Seit ich nichts mehr zu verkaufen habe, kann ich diesen Laden nicht mehr offen halten. Wie soll ich denn so überleben? Ja, schade. Ich dachte, du könntest mir wenigstens Waffen andrehen. Na gut, wie gesagt, dann werde ich im nächsten Part hier auf jeden Fall den Hafen genauer auskundschaften. Und vielleicht finden wir ein Schiff, das uns quasi zum nächsten Ziel bringt. Deswegen, liebe Leute, würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann wird der Hafen hier ausgekundschaftet. In Schiedern. Deswegen bis dahin, auf Wiedersehen.